So, links ist ein Geisterfahrer. Und Turbostart kriege ich immer noch nicht hin. Ich bin verdammt. Ah ja, ich weiß gerade gar nicht, ob ich das überhaupt angekündigt habe. Aber in den Zeitrennen, also in den Zeitfahrrennen, ist es auch so, dass die Items anders verteilt sind. Das heißt, hier sind zum Beispiel ausschließlich die grünen Boost-Teile und Mauern und die roten, inklusive natürlich den Upgrades. Ach, diese Musik, die ist so toll. So, momentan sind es knapp unter 40 Sekunden. Ach so, ein Mist. Naja, das wird jetzt nicht so ganz hinpassen, wie ich es mir gedacht habe. Vor allem haben wir jetzt auch keine Warps benutzt. Ja, Turbo. Aber wir sind schneller gewesen. Und weiter geht's damit auch. Mit dem Verfehlen natürlich. Mit doppelt Verfehlen. Na, ist das schlimm. Ah, jetzt stehle ich euch die Zeit damit, dass ich hier Zeitrennen fahre und dann mache ich das nicht ordentlich. Ach je. Übrigens hat man mir auch schon in den Kommentaren reingeschrieben, dass Lego Racers 2 ja viel besser ist. Ui. Dass Lego Racers 2 ja viel besser ist. Und ich werde daher auch schauen, dass ich an Lego Racers 2 drankomme und dass ich das dann ebenfalls LP'e. Was? Froni Volt besiegt. Nochmal spielen. Aha, interessant. Also bevor ich jetzt nochmal anfange, ja, ich werde auch Lego Racers 2 LP'en. Aber das werde ich erst machen, wenn ich dazu gekommen bin. Dazu wird vielleicht noch ein kleines Infovideo kommen. Ja, und dann geht die Lego Racers Saga weiter. Thema Titelverteidigung und so, ne? Jetzt nochmal Gas geben, volle Pulle, das muss jetzt fluppen. Wenn das LP beendet ist, will ich herausfinden, wie man das mit dem Turbostart macht. Ich lasse nicht locker, das LP ist für mich erst beendet, wenn ich den Turbostart herausgefunden habe. Autsch. Nee, ich will mir Mühe geben, verdammt. So, nochmal. Nee. Ich kriege nicht hier backen. Mein Gott, was ist denn da los? Habe ich nicht gesagt, ich wollte... Naja. Bei den Zeitrennen geht's... Wieso? Jedes Mal! Leute, ich verstehe es einfach nicht. Ich krieg's nicht hin. Eins. Zwei. So, jetzt warten wir ein bisschen, bis wir zum nächsten kommen. Es wäre eigentlich schlau gewesen, da erst kaputt zu schießen. Naja. Überholen wir mein einfaches Ich mal einfach. Einfaches, genau. Mein geistiges Ich. Ach, das ist doch Moppelkotze. Ich muss das Teil erst aufschießen. Okay, dann mache ich das erst so. Tut mir leid, Leute. Ich mache das die ganze Zeit wieder neu. Ich krieg's nicht hin. Jedes Mal, wenn ich jetzt eine neue Runde starte. Nee, es funktioniert nicht. Aber... Verdammt! Egal, wir brauchen das hier sowieso. Wehe, treff! Ja! Getroffen, getrefft. Ist nur die Frage, ob das mit den Warpen hier so nützlich ist.
Aber das werden wir gleich ja sowieso noch sehen, erfahren. Und ich werde überholt von meinem Geist. Nein. So bedauerlich. Egal, jetzt darf ich keinen Fehler machen, weil ich bin jetzt noch in der zweiten Runde. Habe noch eine andere Runde vor mir. Und würde jetzt gern den Warp benutzen. Sehr schön, ich komme hier aus. Gut. Ah ja, das schafft man. Das ist gut. Das passt. Aber ich glaube, der Warp lohnt sich hier im Endeffekt doch nicht so sehr. Nur wenn ich es wirklich so sehr drauf anlege. Und da ich das jetzt nicht hinbekommen werde, weil ich den verpasst habe. Naja, wir haben ja genug Vorsprung vor meinem Ich. Ich, Junge. Ich, Alter. Und daher werde ich auch kein Problem damit haben. Yay! Flieg und Sieg! So, aber die Bestzeit haben wir doch nicht unterbrochen. Let's play Lego Racers, genau! Haben wir jetzt. So, wir waren über den Zeitfahren stecken geblieben, weil ich gerade noch gemerkt habe, dass mein tolles Zeitgefühl mich wieder mal betrogen hat. Ich hab kein Zeitgefühl. Werden wir jetzt direkt weitermachen mit Finsterwaldfahrt. Natürlich wieder mit dem Schwarzen. Und ich habe jetzt abgepasst, es sind knapp. Also es sind keine 10 Minuten Zeit, wirklich. Aber ich werde mein Bestes geben, dass ich jetzt den Finsterwald zumindest noch reinkrieg. Und vielleicht noch Mondmagma. Dann haben wir die ersten Zeitrand schon mal hinter uns. Tada! Was aber auf jeden Fall einfacher ist, das ist die ganze Zeit vor der Roten zu bleiben. Aber ich glaube, in den späteren, schwierigeren Leveln ist das dann auch etwas anderes. Da wird die wahrscheinlich auch besser fahren. Was dann wahrscheinlich nicht so erfreuen wird. Juhu! Nein! Ach, egal. Da, 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 da. Ba, 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 ba. Nein! Ja, spack ab. Falsche Richtung. Wo ist das bitte falsche Richtung? Leute! Wo haben die fahren gelernt? Ich meine, das ist ein Rundkreis. Ein Rundkurs. Da. Bitte ein Boost, 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 ein Boost. Bitte, 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 bitte. Ja! So, und jetzt warpen wir in die Luft. Da-ding! Da-da! Ich hoffe mal, wir kriegen das unter 35 Sekunden auch noch hin. Aber das sollte wohl möglich sein. Weil wir haben jetzt wieder 3 Stück. Mist. Da wäre mir jetzt gerade der Turbo lieber gewesen. Aber es wird knapp. Und wir schaffen es nicht unter 30. Schade, egal. Wir haben auf jeden Fall Vroni Vault besiegt. Und wir werden das direkt nochmal versuchen. Genau. Nochmal mit dem Turbo-Start. Jetzt mache ich das mal anders und es funktioniert leider nicht. Naja. So, da ich die Strecke jetzt auch etwas kenne, brauche ich den Turbo nicht direkt zu verprassen. Dann kann ich nämlich schon früher springen. Genau so. Schön. So, dann kommt da gleich der Impel, ja. Ach nö, da, boah, verliere ich dadurch viel Zeit. So ein Mist. Aber egal. Ja. Jetzt werden wir vor den kommen, weil wir ja jetzt schon den Warp benutzen können. Was zum? Was war das denn bitte? Mann! Ich würde echt gern wissen, warum das gerade passiert ist, Leute. Der warpt sich jetzt in die Luft weg.
So ein Bockmist. Okay, den werden wir sehr wahrscheinlich nicht mehr einholen. Oh, dabei verlief der Anfang doch so gut. Aha. Aha. Da, 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 da. Das wird eine langsame Runde. Egal, haben wir noch unseren Spaß. Ah ja! Banzai! Genau. Unsere jetzige Bestzeit kriegen wir nicht unter Boden. Naja, aber immerhin haben wir wieder mal Ronivolt besiegt. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht immer wieder erwähnen. Allerdings bei den späteren Leveln wird das wahrscheinlich schon eher eine Rolle spielen. So, jetzt geht es schnell noch weiter mit dem Mondmagma-Marathon. Ich lasse meine Hoffnung auf Turbo jetzt einfach mal fahren. Da, 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 da. Da ist ein Turbo. Den nehmen wir mit und hoffen auch auf ein Upgrade. Schild. Ach übrigens, hier gibt's anscheinend auch... Ja! Blop, blop, blop. Also hier gibt's aber nicht viele Boosts. Das heißt eigentlich schön benutzen. Ah, herrje. Das haut schon hin. Eins. Zwei. Oh, das wäre jetzt alles blau, was wir hätten benutzen sollen. Egal. Wir haben eine neue Bestzeit von unter einer halben Minute. Das ist sehr gut. Ronivolt hat den Geheimgang aktiviert. Was nicht so schön ist. Ach, aber wozu aufregen? Wir haben genügend Platz. Da, 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 da. Rot, rot. Ach, das wäre wieder blau, blau, blau gewesen. Blau, blau, blau. Ach, egal. Unsere Bestzeit liegt unter 30 Sekunden. Das ist so schon mal super. Und wenn ich jetzt so auf die Zeit schaue, denke ich, reicht das jetzt auch erstmal. So, ich hoffe, dass mein Zeitgefühl mich jetzt nicht betrogen hat. Daher sage ich jetzt nochmal, bis zum nächsten Mal. Ciao.